Wenn ihr spätestens jetzt einen wohligen Schauer Nostalgie verspürt, dann habt ihr diese Sendung sicher genauso gerne geschaut wie ich, als ich noch ein kleiner Steppke war. Spaß am Dienstag war für mich der Inbegriff von guter Unterhaltung für Kinder in den 80ern und viele von euch haben mir in den Kommentaren geschrieben, dass sie gerne einen Beitrag über diese Show hätten. Aber Spaß am Dienstag war nicht immer die Sendung mit Werner und Zini. Da gab es auch noch den hier, diese beiden und die und ihn. Und dann waren da auch noch er. Und das war noch nicht einmal alle. Verwirrt? Kann ich verstehen. Willkommen beim Fetten Loser im Exil. Ich bin der fette Loser im Exil und heute machen wir wieder mal eine Reise zurück in die 80er, wo Spaß noch groß geschrieben wurde. Ich meine, das wird ja heute auch noch. Ihr wisst, was ich meine. An diesem Tag flimmerte die erste Folge einer Sendung namens Spaß am Montag über die bundesdeutschen Bildschirme. Ich durfte das damals noch in Schwarz-Weiß sehen. Durch die Show führte ein junger Mann namens Thomas Naumann und unterstützt wurde er dabei von einem gelben, wurmartigen Etwas, das sich selbst Zini nannte und ein Wuslon aus der Familie der Elektroiden war. Zini konnte sowohl seine Farbe als auch seine Größe verändern und hatte sogar eine Sache mit den Gremlins gemein. Er durfte auf gar keinen Fall nass werden. Das Wuslon wurde übrigens von Günther Dübus gesprochen, dessen Stimme wir alle noch kennen, und zwar aus dem Vorspann der Sendung mit der Maus. Allerdings wurde diese stark verfremdet. Der Aufbau von Spaß am Dienstag war übrigens seit der ersten Sendung immer derselbe. Thomas und Zini führten meistens kleine Streitgespräche über irgendein Thema und legten immer wieder kleine Pausen ein, in denen dann zumeist Zeichentrickfilme gezeigt wurden. Am Ende waren dann alle Unklarheiten beseitigt und Zini wuselte mit einem langgezogenen Tschüss auf die Kamera zu, gefolgt von einer Erkennungsmelodie, die sicher auch heute noch Flashbacks bei den Kids von damals auslösen sollte. Ach ja. Die 80er waren schon geil. Die Sendung war von Beginn an ein absoluter Hit bei den Zuschauern und bis zum 29.12.1980 war eigentlich auch alles wunderbar. Doch dann hatte der WDR die grandiose Idee, das Moderatorenteam mit einem kauzigen Professor und zwei Puppen aus der Ixilon-Show zu ersetzen. Allerdings fanden die Kids von damals das gar nicht so grandios. Sie überhäuften den Sender mit Protestbriefen, weil sie ihr geliebtes Wuslon wiederhaben wollten. Und so war dann nach nur 11 Folgen auch schon wieder Sendeschluss für den Professor und die beiden Knollnasengnome. Ab dem 27. Juli 81 wurde die Sendung also wie gewohnt wieder von Thomas und Zini moderiert und das noch ganze 29 Folgen lang. Sie sollte jedoch nicht der einzige Spaßlieferant im ARD-Kosmos bleiben. So wurden zusätzlich noch weitere Spaßformate kreiert wie Spaß muss sein, das von 79 bis Ende 81 von Arno Görke und dem Hasen Cäsar moderiert wurde, bevor Heidrun von Gössel und das Walross Antje diesen Part übernahmen. Und Montagsspaß, das es unter Marita Janowski und Heinz-Werner Krekamp von 1980 bis 81 immerhin auf 20 Folgen brachte. Diese Sendungen liefen dann immer im Wechsel mit den Spaß am Montag Staffeln. Spaß muss sein, Montagsspaß, Spaß am Montag. Wow, damals hat man noch unheimlich viel Spaß bekommen für sein Geld in der ARD. Doch neben all den anderen Spaßkandidaten stach vor allem immer wieder Spaß am Montag hervor, was vor allem an dem kultigen Wuslon lag, aber eben auch an den Serien, die dort liefen und die im Gegensatz zum Ferienprogramm hier meistens zum ersten Mal im deutschen TV zu sehen waren. Da waren zum Beispiel Captain Pugwash, die Ixilon-Show, Pimper, Lollek und Bollek, The Entire Tyrone, Nütnik, Kaspar Laris Abenteuer, Thomas, der nicht erwachsen sein will und diverse Disney-Cartoons. Doch auch der immense Erfolg der Sendung konnte sie nicht davor bewahren, dass für sie am 28.03.83 endgültig die letzte Klappe fiel.
Das war jedoch nicht etwa das Ende der Show. Nein, vielmehr sollte es erst der zarte Anfang gewesen sein. Die Sendung bekam nämlich einen neuen Sendeplatz. Und zwar wurde sie ab dem 3.1.84 immer dienstags ausgestrahlt. Allerdings mal wieder ohne Thomas und Zini. Stattdessen versuchten es die Verantwortlichen mit neuen, frischen Moderatoren und die kamen in Form von Stefanie Molino und Frank Schuster daher. Glücklicherweise war das aber ein noch größerer Flop als der Versuch mit den Knollnasengnomen und so erschien 1985 ein neues Gesicht auf dem Bildschirm, das uns ganze 4 Jahre lang zusammen mit unserem geliebten Wuslon die tollsten Serien präsentierte. Darunter Klassiker wie Danger Mouse, Droopy, die lustige Tom und Jerry Show, Sancho und Pancho, Sheriff Donnerknall, Pat und Matt, die drei Stooges, Klamottenkiste, das Geheimnis des siebten Weges, König Rollo, Herr Rossi sucht das Glück, Lilliputput, Telekatz, die Ixilon Show, Rübezahl, Paddington Bear, Paul und Brigitta, der magische Telefonhörer, der kleine Punker, Flipflop, Tauser und die Regenbogenfamilie, die man heute wohl eher als RGB-Bären bezeichnen würde. Endlich bekamen wir Kids von damals wieder das Format, das wir so schmerzlich vermisst hatten. Und die Streitgespräche zwischen Werner und Zini waren einfach Kult. Die beiden hatten in meinen Augen sogar eine bessere Chemie als Thomas und Zini in den ersten 43 Folgen. Eines hat mich aber bei der Sendung von Anfang an immer ein bisschen verstört. Und das war dieses tiefschwarze Szenenbild. Ein dunkles, leeres Studio, in dem nur ein Sofa, ein Tisch und ein Monitor stehen. Und wo sich ein Mensch mit einer digitalen Kreatur unterhält. Das hat ja schon irgendwie etwas Bizarres. Aber pfeif drauf, wir haben es trotzdem geguckt. Doch auch der anhaltende Erfolg des Formats hielt die Verantwortlichen nicht davon ab, zwischenzeitlich immer wieder in andere Richtungen zu lenken. So wurde die Show zwischenzeitlich sogar von dem grünen Miesling moderiert, den wir noch aus der Spielbude kannten. Dabei unterstützten ihn immer wieder wechselnde Moderatoren wie Monika Pohlmann, Alisa Leptin oder auch Frank Zander. Ihr wisst schon. Scheinbar hatten diese Redakteure noch nie etwas davon gehört, dass man niemals ein Running System changen sollte. Dass sie Werner und Zini allerdings immer wieder zurückbrachten, zeigt, dass sie zumindest irgendwann verstanden haben, wer die Show letzten Endes so erfolgreich gemacht hat. Die geilen Texte wurden übrigens von keinem Geringeren als Peter Podell geschrieben, der auch bei Sendungen wie Lemmy und die Schmöker und Hallo Spencer Regie führte. Aber irgendwann geht auch die schönste Zeit vorbei und so kam es 1990 zu einem erneuten Moderatorenwechsel. Fortan begleitete Ron Williams Zini durch die Sendung und das immerhin ganze 3 Staffeln lang, bevor Spaß am Dienstag am 24.11.92 vollends eingestellt wurde. Die Konkurrenz durch die privaten Fernsehsender war zu der Zeit schon ziemlich hoch und so schrumpften die Einschaltquoten nach und nach in sich zusammen. Doch so ganz wollten sich die Verantwortlichen von ihrem Auftrag, die Nation zu bespaßen, dann wohl doch noch nicht verabschieden. Und so brachten sie am 6.1.1993 einen weiteren Ableger der Show auf die deutschen Bildschirme. Diesmal unter dem Namen Spaß am Mittwoch. Oh. Nach der Neuausrichtung gab es allerdings keine Moderatoren mehr und auch das Wuslon Zini war fortan passé. Dafür bekamen wir nun den Alltag in Funkes Fahrradladen präsentiert. Jede Folge behandelte eine andere Rahmenhandlung, die dann jeweils durch die bekannten Trickfilme unterbrochen wurde. Die Schauspieler Brigitte Mira und Ernst Hilbig agierten als das Ehepaar Funke, das von einem Gesellen unterstützt wurde, in dessen Rolle Heinz-Werner Krähkamp nach mittlerweile 12 Jahren zu dem Format zurückkehrte. Das ist nun 30 Jahre her. Ja, nun bin ich der Großvater. Man mag meinen, alles war damit vorbei, aber im Jahre 2015 gab es eine kurzzeitige Wiederbelebung unseres geliebten Wuslons. Allerdings nur als geschmacklose Parodie in der Sendung des Hasspriesters Jan Böhmermann. Dass ausgerechnet er diese beliebte Figur zurückbrachte, fühlte sich genauso falsch an, als wenn dich Hannibal Lecter zum Essen einlädt. 30 Jahre ist es jetzt also her, dass der Spaß in der ARD abgesetzt wurde. Dabei war es mir völlig egal, ob der montags, dienstags oder mittwochs stattfand. Ich hing ja ständig von der Glotze. Doch die meisten Serien und Trickfilme, die damals dort liefen, sind uns seitdem nie wieder vor die Augen gekommen. Und das ist wirklich jammerschade. Ich hoffe, dieser kleine Trip in die 80er hat euch gefallen und ihr lasst mir einen Daumen da und ein Abo könnte ich auch super gebrauchen. Ich sammle die.